Ach, da bist du ja endlich. Du bist ja ganz schmutzig. Bist du etwa den ganzen Weg durch die alte Mine gestolpert? Darauf muss ich nicht antworten. Auf jeden Fall würdest du mir nie glauben, was mir alles passiert ist. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Musst du mir unbedingt bei Gelegenheit mal erzählen. Ziemlich große Türen haben sie hier. Da soll wohl jemand auf jeden Fall am Betreten gehindert werden. So, ich habe das mal nachgeguckt. Also, wir waren schon auf dem richtigen Weg. Und wir haben... Ist das jetzt in anderen Orten? Ach, keine Ahnung. Muss ja, glaube ich, nochmal... Kannst du bitte mal da drüben hinleuchten? Ah, interessant. Sieht aus wie eine lateinische Inschrift. Und sieh nochmal alles. Halt dich fest. Da steht frei übersetzt, Weg ohne Wiederkehr. Papalapap, ihr Römer. Das hat irgendwie das Licht am Tor aktiviert. Siehst du, wie sie nachleuchten? Ja, also es ist immer, wenn man eine Zone wechselt, dann speichert das Spiel. Also wir müssen jetzt nochmal alle entdecken. Wir müssen die Tür aufbekommen. Ja. Kann man vielleicht nochmal mit ihr reden? Das wird auch nicht gespeichert. Glückwunsch! Ich glaube, du hast deine Kultstätte gefunden. Mal fragen. Was meinst du, warum ist das hier alles so vollgeschrieben? Ich stehe vor einem Rätsel. Diese ganzen Schriftzeichen sind in verschiedenen Sprachen gehalten. Unmöglich von hier unten zu sagen, ob sie auch in verschiedenen Epochen entstanden sind. Ja, genau. Ich bin übrigens in die Fänge eines verrückten Wissenschaftlers geraten. Unter anderem. Du bist wohl zu hart auf den Kopf gefallen. Nein, nein. Wirklich wahr. Weiter unten im Tal ist ein altes Sanatorium. Ich dachte, da wohnt schon lange keiner mehr. Doch, Wissenschaftler. Zumindest einer. Und der hat super verrückte Tests mit mir gemacht. Tests? Genau. Farben angucken. Persönliche Fragen beantworten und solche Sachen. Tannhauser, bist du sicher, dass du nicht einen leichten Hirnschaden davon getragen hast? Eigentlich schon. Kann man ja nie sicher sein. Ich habe dein Camp draußen gefunden. Ja, ich hatte noch auf dich gewartet. Aber als du dir so lange Zeit gelassen hast, bin ich schon mal vorgegangen. Genug geplaudert jetzt. Lass uns eine Lösung finden, wie wir dieses monströse Tor aufbekommen. Okay, gut. Müssen wir das auch nochmal aufzeichnen, ne? Beverly, für einen Moment dachte ich, die Welt hätte mich verloren. Nun, da ich mich aus meiner misslichen Lage befreien konnte, stehe ich mit Gretchen vor einem gigantischen Stahltor. Ich melde mich später mit Details. Ich habe nachgedacht. Was ist, wenn nicht jemand am Betreten, sondern etwas am Verlassen gehindert werden sollte? Finden wir es raus. Das ist typische. Hast du schon eine Idee? Ein Öffnungsmechanismus. Da glaube ich, jetzt haben wir alles. Können wir die. Was ist das da drüben? Inschriften finden und dann die richtige Reihenfolge. Nur ein Fledermausrudel. Oder ist es ein Schwarm? Eine Herde? Kannst du bitte mal da drüben hinleuchten? Oh, nur ein Schatten. Leuchte mal bitte hier oben hin. Nein, nichts. Hast du dich etwa abgeseilt? Wie denn sonst? Ja. Was hältst du davon? Krass. Tannhauser, das sind altägyptische Hieroglyphen. Was machen die denn hier? Ich kenne mich damit leider nicht so gut aus. Das eine Zeichen links könnte Tor oder Durchgang bedeuten, gefolgt von dem Zeichen für Tod. Schön. Na, bist du auch langsam neugierig? Interessant. Die Inschriften scheinen mit dem Öffnungsmechanismus des Tors verbunden zu sein. Vielleicht eine Art Lichtsensorik? Ich stehe auf dem Schlauch. Sesam, öffne dich!
scheint nicht zu funktionieren. Was ist das dort? Das glaubst du nicht. Das sind germanische Runen, mein Spezialgebiet. Bedeutet so viel wie kehre um, Fremde, erwartet dich jedoch nur der Tod. Hast du bemerkt, dass das kleine Lämpchen angegangen ist? Übrigens, ich hätte, wenn ich jetzt mal einen Vorschlag machen würde, ich hätte das irgendwie ihren Text geändert in, oh, mein Spezialgebiet, Hieroglyphen, die sind 3000 Jahre alt. Leuchte mal bitte auf die Stelle dort. Wow, das sieht aus wie steinzeitliche Höhlenmalerei. Wer hätte damit gerechnet? Eine Gruppe von Strichmännchen, die um eine Art Hexagon herum eingeschlafen ist. Tenhauser, das ist eine Sensation. Eingeschlafen, ja? Da, noch ein Licht. So, warum sage ich nur noch im Latein den das Graffiti? Was ist das da drüben? Interessant. Denkst du, was ich denke? Ist das ein Graffito? Hier unten? Schwierig zu lesen, jedenfalls. Siehst du auch das Hexagon? Keine Ahnung. Jetzt sind es 5 Lichter. Was hat das zu bedeuten? Ja, muss man das schnell. Was ist das dort? Nur ein Riss in der Wand. Ja, also ich hätte jetzt von ihr, wäre schön gewesen, wenn sie gemacht hätten, so, dass sie sagt, oh, germanische Runen, die sind so und so alt. Oh, Höhlenmalerei, die sind so und so alt. Aber so ein bisschen als Hilfestellung. Und schon wieder. So, jetzt habe ich jetzt mal geguckt. Und zwar... Könntest du nochmal die Höhlenmalerei anleuchten? Höhlenmalerei sind definitiv die ältesten. So, da haben wir die Ägypter. Könntest du die Taschenlampe nochmal auf die Hieroglyphen richten? Es muss diese eine Kombination gewesen sein, die ich nicht gemacht habe. Und dann haben wir Latein, die sind 75 vor Christus. Zeig mir doch bitte nochmal die lateinische Inschrift. Und dann kommen die Runen, die sind ungefähr 100. Könntest du mir nochmal dieses Runending zeigen? Also wir haben noch Kreise in den Sand gezeichnet, als die Römer schon geschrieben haben anscheinend. So, dann das hier. Können wir uns nochmal das Graffito anschauen? Und wieder. 5 Lichter. So, jetzt sehe ich aber, dass es aufgeht. Das könnte gut werden. Wahrscheinlich haben sich immer mal wieder Entdecker in diese Höhle verirrt. Seltsam, dass jeder von ihnen eine Warnung hinterlassen hat, oder? Und wer auch immer dieses gigantische Stahltor gebaut hat, wollte auf Nummer sicher gehen, dass nur jemand mit dem nötigen Wissen es öffnen kann. Auch lange nach dem Ableben der Erbauer. Ich nehme an, sie haben die verschiedenen Inschriften genutzt und den Code wortwörtlich an der Wand hinterlassen. Für einen Notfall vielleicht? Beeindruckend. Na endlich! Fallout 101. Erinnert mich an Fallout. Tannhäuser und Gretchen machen eine Entdeckung. Erst einmal den Lichtschalter finden. So, mit vier Flusen hier. Ist ja einfach, muss ja nur X drücken. Hier kann ich hinlaufen. Irgendeine Idee? Wer oder was wohl hinter all dem hier steckt? Das ist nicht sehr hilfreich. Guck mal. Was für eine gigantische Anlage. Ist
das ist der Lichtschalter. Oh Gott, gleich das ganze Pult. Los, schauen wir uns um. Aufregend. Okay. Da waren also Steinzeit. Hast du den riesigen Teilchenbeschleuniger da gesehen? Hat sie was Neues? Irgendeine Idee? Nö. Wer oder was wohl hinter all dem... Okay, das war auf jeden Fall Elektrokrams. Diese ganze moderne Hardware muss ein Vermögen gekostet haben. Ja, aber das Patching, also die Kabelverlegung, ist also sehr fraglich, muss man sagen. Also, da krumpelt's. Solche Geräte hatten wir nicht einmal an der Uni. Keine Ahnung, wofür die wohl verwendet werden. Ah, was war hier noch? Ich kann wieder nur nehmen, nicht gucken, was das ist. Einfach eine Flasche oder was? Was haben wir hier? Also auch wieder nur nehmen. Dieser Todesfalle komme ich lieber nicht zu nahe. Oh. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Motor, der dieses Sonnensystem antreibt. Als wäre das Universum aus dem Gleichgewicht geraten. Oh, können wir rekorden. Aufzeichnen. Ich habe ein eindrucksvolles Modell unseres Sonnensystems entdeckt. Es zeigt unsere neuen Planeten außer Balance. Fast so, als gäbe es eine Störung im interplanetaren Gleichgewicht. Ein Ereignis, das die alten Griechen als Ekpyrose beschreiben. Eine verhängnisvolle Schieflage des Universums. Ob ich daraus ein schlechtes Omen ableiten sollte, oder ob das Gerät einfach nur defekt ist, kann ich nicht sagen. Eigentlich weiß ich nicht, ob es überhaupt irgendeine Bedeutung hat. So. Saturn, das ist der kleine heiße Merkur. Keine Ahnung, was das ist. Tja, fehlt uns noch Jupiter. Die Jupiter ist massig, das müsste eigentlich ziemlich weit draußen und sehr groß. Wenn das Pluto sein soll, das ist kein Planet mehr. Naja. Ich habe das Universum wieder ins Gleichgewicht gebracht. Es ist der Jupiter, der fehlte. Wo haben wir jetzt die Flasche drauf gesteckt? Ach da. Die dreht sich auch nicht mit. Was ist das? Ein Chip? Ja. Ich habe das Universum wieder ins Gleichgewicht gebracht. Ist ja gar nicht bescheiden, ne? Mit der Flasche. Das müsste sich dann auf das Pult, das das. Drück mal. Es scheint ein Defekt vorzuliegen. Natürlich. Ist ja nicht für... Oh, warte. Ist ja nicht, wir müssen da hier diese Kabellage ausfiltern. Ein Öffnungsmechanismus. Die Tür ist natürlich blockiert. Ja, also, ja. Fehler. Speicherüberlauf. Hallo? Jemand da? Na klar, noch eine verschlossene Tür. Fehler. Speicherüberlauf. Okay, Speicherüberlauf. Das sieht mir aus wie so ein alter SD-RAM. Der wir ja irgendwo hier noch reinstecken. Jetzt ist das hier. Fehler. Speicherüberlauf. 64 Kilobyte Hauptspeicher. Auf isolinearen Chips? Mein lieber Scholli. Gretchen, Fehler. Das Speicherüberlauf. Ich spiele ja 1960. Du hast wohl nicht mehr alle Riegel im RAM. Eindringlingsalarm.
Eindringlingsalarm. Bitte identifizieren Sie sich. Kannst du mich Hans nennen? Mein Name ist Tenhauser. Hans Tenhauser. Ich kenne Sie nicht, Hans. Spielt es eine Rolle? Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. So, muss ich eben niesen. Wenn ich nicht autorisiert bin, ich bin Hans und habe deinen Arbeitsspeicher defragmentiert. Ich bin Hans und habe deinen Arbeitsspeicher defragmentiert. Ich kenne Sie nicht, Hans. Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Das führt doch zu nichts, Tenhauser. Wir brauchen Gewalt. Wie denn? Wir können ja drohen. So eine Unordnung im Hinterstübchen. Wir können ja drohen den Rahmen wieder rausziehen. Keine Option. Push da Button. Die Tür ist natürlich blockiert. Am Speicher kann es jetzt nicht mehr liegen. Dazu hatte ich schon einen Eintrag gemacht. Ja, muss ich da weiterspulen. Ist eine Weil in der einen Rätsel, da war es ja anscheinend, dass wir das nochmal vorspielen wollen. Jetzt müssen wir das auch immer machen. Irgendeine Idee? Wer oder was wohl hinter all dem hier steckt? Die ist so nutzlos. Was für eine gigantische Anlage. Lauter wunderliche Gerätschaften. Das ist Tschernobyl. Sind nicht viel, mit wem wir hier interagieren können. Können wir noch ein bisschen weiterlaufen? Eindringlingsalarm. Eindringlingsalarm. Bitte identifizieren Sie sich. Ah, okay, man kann es immer wieder machen. Und wenn ich mich nicht identifizieren will? Es tut mir leid. Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Jetzt öffne ich schon die Tür. Und wenn ich nicht autorisiert bin? Es tut mir leid. Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Wie ist denn dein Name? Oh. Mein Name ist Barbarossa 2000. Ich überwache diese Station. Kannst du nicht einfach diese Tür für mich öffnen? Nicht möglich. Das führt doch zu nichts, Tenhauser. Wir brauchen Gewalt. Barbarossa 2000. Was ist das hier für eine Station? Was ist das hier für eine Station? Diese Station wurde von der Millennium-Kooperative gebaut. Ich darf nur autorisierten Personen darüber Auskunft erteilen. Krummel. Wer hat dich konstruiert? Hat er gerade gesagt. Dr. von Strick und Dr. Römmler haben mich entwickelt. Ich bin Eigentum der Millennium-Kooperative. Von Strick und Römmler. Ich finde es doch. Wie lange bist du schon hier? 16 Jahre, 304 Tage und 9 Stunden. Ich bin es, Dr. von Strick. Ich bin es, Dr. von Strick. Negativ.
Ihr Sprachmuster stimmt nicht mit dem von Dr. von Streck überein. Ich sag doch, die Dinger sind zu nichts zu gebrauchen. Stundenglas. Wie werde ich autorisiert? Nicht möglich. Ich kann sie nicht autorisieren, da ich sie nicht kenne. Okay. Vielleicht sollen wir uns kennenlernen. Bist du nicht einsam hier unten? Bist du nicht einsam, so allein hier unten? Geduld liegt in meiner Natur. Meine Erbauer haben mir versichert, dass die Station nur vorübergehend stillgelegt wurde. Ich hoffe, dass sie ehrlich zu dir waren. Wird Dr. Römmler was zugestoßen wäre? Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie noch kommen werden. Dr. Römmler hat mir versichert, dass die Arbeit bald fortgesetzt wird. Dr. Römmler ist mein Freund. Warum sollte er mich belügen? Vielleicht war ihm die Wahrheit unangenehm. Vielleicht wollte er dich nicht verletzen. Vielleicht wollte er dich nicht verletzen. Ihr Standpunkt ist nicht logisch. Wie könnte ich mich dann auf die Aussage von Menschen verlassen? Doch, das ist unbekannt. Das kannst du nie mit Sicherheit wissen. Eben kannst du nämlich nicht. Doch, das ist vollkommen logisch. Ich habe einen Hitzestau in Segment B23. Das Bild. Es qualmt. Haben wir Wasser? Nee. Das hat gut getan. Oh. Okay. Bin ich jetzt ein Freund? Kannst du mich vielleicht doch durchlassen? Es tut mir leid. Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Sie können aber gerne hier warten. Ich würde Ihre Gegenwart genießen, aber ich darf nur Personen Zutritt gewähren, die ich kenne. Da kennst du mich doch jetzt. Und das, obwohl ich dir geholfen habe. Bitte, bitte, bitte. Aber du kennst mich doch. Aber du kennst mich doch. Ja, Sie sind Hans. Siehst du? Stell dir vor, Dr. Römmler kommt nicht wieder. Dann wäre ich dein einziger Freund. Sind Sie mein Freund, Hans? Fall. Dein allerbester und einzig wahrer Freund. Das freut mich sehr. Oh, süß, ihr beiden. Nehmt euch ein Zimmer. Oh, sei mal nicht jetzt, so. Jetzt, wo du mich kennst, würdest du mich durchlassen? Aber wenn ich sie, dich, durchlasse, bin ich wieder allein. Kommst du mich wieder besuchen? Pfadfinder-Ehrenwort. Wenn wir jetzt die Lügenschiene gegangen wären, dann könnten Zugang wir hier wahrscheinlich... gewährt. Dann könnten wir hier jetzt wahrscheinlich nicht sagen, dass wir wiederkommen. Den Barbarossa in dem wir bestimmt nochmal. Das ist es. Das Saturnportal. Was? Du hast keine Ahnung, oder? Wie meinst du das? Quantenphysiker, dass ich nicht lache. Ist das eine Pistole? Weg da, Bürschchen. Ich sehe keinen Grund zur Gewalt. Hey, hey, hey. Wer wird denn gleich? Bambi, du auch. Rüber da. Gretchen, was soll das? Du hast wohl nicht mehr alle Schienen am Gleis. Ihr werdet mir nicht im Weg stehen. Du hattest deine Chance, Tannhauser, aber du musstest mir ja unbedingt hinterherlaufen wie so ein Hündchen. Das hast du jetzt davon. Aber du hast mich doch mitgeschleppt. Schnabel halten. Bitte, Sie verstehen das falsch. Ich brauche Hilfe. Was bist du denn für eine Wurst? Lächerliche Würmer seid ihr. Vor dem Saturnportal stehen und keine Ahnung haben. Ta! Tannhäuser und Taft sitzen jetzt im selben Boot. Ihr bleibt jetzt hier, ihr Ottos.
Aber vorher könnt ihr euch von dieser dämlichen Blechbüchse verabschieden. Die geht mir schon die ganze Zeit auf den Zeiger. Nein! Tschüss! Manche Menschen sind Ganoven, andere nicht. Ja, so ist das. Ich kann nicht glauben, dass Grete mich so hinters Licht geführt hat. Mhm. Tja, tut mir leid. Das wollte ich jetzt auch wieder nicht. Wer sind Sie? Und was machen Sie hier überhaupt? Sie waren das! Letzte Nacht bei mir im Zimmer! Gemach. Sie haben sicherlich viele Fragen. Das können Sie wohl glauben. Aber zuerst sollten wir uns aus dieser misslichen Lage befreien. Ich